Hi, mein Name ist Andreas Oberheder. Ich bin Mathematiker, arbeite seit 25 Jahren in diesem Bereich und arbeite derzeit im Schwerpunkt adaptive Optik für Riesenteleskope für die ESO. Das ist das European Southern Observatory. Der Bereich adaptive Optik, in dem ich arbeite, beschäftigt sich mit der Spiegelsteuerung dieser Großteleskope. Das heißt, in sehr kurzen Zeitabschnitten, das ist ca. 500 Hertz, das heißt alle 2 Millisekunden verändert ein Spiegel im Teleskop seine Form, um eine optimale Korrektur der Wellenstörungen, die von den Sternen kommen, zu erreichen. Die Algorithmen, die dazu notwendig sind, die Umsetzung dieser Algorithmen und die Qualitätsevaluierung ist das Kernthema meiner Arbeit. Ja, was ist das Coolste an meinem Job? Ich will mich jetzt eigentlich gar nicht festlegen. Es gibt mehrere Dinge, die diesen Job so cool machen. Das erste ist diese absolute Vielseitigkeit des Einsatzgebietes. Wir arbeiten sowohl in der Algorithmusentwicklung als auch in der Umsetzung. In der Diskussion mit Astronomen lernen wir, was eine gute Qualität überhaupt bedeutet. Wir sind wirklich sehr vielseitig im Einsatzgebiet. Und dieser Abwechslungsreichtum, den wir in unserer Arbeit tagtäglich wirklich erleben dürfen, das finde ich extrem ansprechend. Was manche vielleicht als Einschränkung empfinden, empfinde ich hier als Bereicherung. Wir haben die Möglichkeit zu reisen, sehr international zu reisen, und es ist auch erforderlich, das zu tun. Eine weitere Einschränkung ist, wir haben oft Änderungen in der Aufgabenstellung. Das heißt, die Herausforderung, sehr flexibel zu sein, wird als Challenge empfunden. Ein typischer Arbeitstag von mir beginnt bei der Kaffeemaschine, hat Zwischenstopps bei der Kaffeemaschine und endet meistens auch bei der Kaffeemaschine. Die Zeit dazwischen verbringe ich schwerpunktmäßig vor dem Computer. Die Entwicklung neuer Algorithmen, das Testen dieser Algorithmen, das Arbeiten mit Testdaten ist ein Schreibtischjob. Dieses Entwickeln und Testen wird unterbrochen von regelmäßigen Videokonferenzen. Wir arbeiten sehr international. Die Kooperation mit unseren Kollegen und Kolleginnen von anderen Universitäten erfordert diese Art der Online-Anwesenheit. Meine Ausbildung war das Studium der technischen Mathematik und im Anschluss das Doktorat der technischen Wissenschaften. Generell, um in diesem Bereich arbeiten zu können, ist ein technisches Studium eine Voraussetzung. Ob das jetzt ein Ingenieursstudium ist oder zum Beispiel technische Physik oder technische Mathematik, ist dann egal. Der Wille zur Fortbildung und sich in seinem speziellen Bereich zu vertiefen, ist Voraussetzung. Was ich auch erwähnen möchte, ist eine gewisse Leidensfähigkeit. In der Forschung arbeitet man in einem Bereich, wo nicht im Vorhinein klar ist, wie eine gut funktionierende Lösung aussehen wird. Manchmal arbeite ich 2, 3, auch 4 Monate an einem Zugang, der sich dann im Sande verläuft. Und trotzdem motiviert zu bleiben, weiterzumachen, würde ich sagen, ist die wichtigste Voraussetzung in meinem Job, auch als Forscher in diesem Bereich. Und sogar als Mathematiker kann ich sagen, werde auch du Teil der Weltraum-Community.